Nachdem ihr meinen Titel gelesen habt, denkt ihr euch, dass heute eventuell eine Liebeserklärung an ABK kommt. Ist ja nicht mal unwahrscheinlich, er ist nämlich der einzige Bray, der mich supportet hat. Aber mal Spaß beiseite. Ich weiß nicht, aus welcher Hölle ich dieses Video gefunden habe gerade, aber ich kannte ihn schon von anderen YouTubern, die auf andere Videos von ihm reagiert hatten. Oder von Just Nero, der diesen YouTuber nicht nur einmal hops genommen hat. Ich lese den Titel, nach diesem Video wirst du ABK hassen. Ich klicke rauf und muss mir wirklich 5 Minuten irgendein Bullshit anhören. Deshalb schauen wir uns heute Georg TV mal genauer an. Wer ist Georg TV? Ich weiß selber nicht, was sein Content ist. Er haut immer Videos zu aktuellen Themen raus und ist auch bekannt dafür gewesen, 50 Videos über Sinanjis Einbruch gemacht zu haben. Okay, wir werden uns jetzt mal anschauen, warum wir ABK hassen sollten, laut seinem Video, was er hochgeladen hat. Wie ihr im Titel schon gelesen habt, geht es um den YouTuber ABK. Und ich habe schon lange auf dieses Video gewartet und ich finde, es ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, dieses Video hochzuladen. Bleibt einfach bis zum Ende dran, dann wisst ihr Bescheid, wieso, weshalb. Und auch warum. Alleine, das ist so peinlich. Wisst ihr, ich kann jetzt schon mal spoilern, warum er ABK hasst. Und zwar hat Just Nero mal eine Audio von ABK veröffentlicht. Wallah billah, wir sind keine Freunde. Wären wir Freunde, wäre ich doch ein Hurensohn. Oh, Just Nero, jetzt sein Kanal einfach gelb. Egal, Bruder, läuft doch eh nicht mehr der Kanal. Ich küsse deine. Genau die, wo er es so dargestellt hat, dass ABK damit Georg TV gemeint haben soll. Was bis heute nicht klar ist, ist, ob ABK wirklich Georg TV gemeint haben soll oder nicht, weil gar kein Name genannt wurde von ABK. Im Intro sagt er, dass er schon lange auf dieses Video gewartet hat und dass er findet, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Georg TV, wenn deine Ehre damals angekratzt wäre, weil ABK meinte, dass er, nicht du, sondern er ein Hurensohn wäre. Er sagt sogar wir, nicht wenn ich mit Georg TV befreundet wäre, sondern wenn wir befreundet wären. Wir kann wirklich jeder sein. Dann frage ich mich, wieso haust du jetzt das Video raus, wo ABK von vielen gehatet wird und nicht vor 2 Monaten, als das Video von Just Nero online kam? Erklär mir das bitte. Einfach peinlich. Vor ungefähr einem Monat hat Just Nero Videos gegen mich gemacht und in einer Stelle hat er ABK mit reingezogen, weil er dachte, dass ich ein ABK-Fanboy bin. Und ABK gefragt, was ABK von mir haltet, von Georg TV, von mir selbst. Und da hat ABK das gesagt. Oh mein Gott, das ist einfach dieser andere Versuch, einen künstlichen Beef zu kreieren, damit Georg TV wieder an Relevanz gewinnt und an potenziellen Zuschauern. Und überlegt mal so, Leute, die ABK nicht mögen, werden Georg TV aus Prinzip supporten, ist doch ganz klar. Und er versucht jetzt diesen Hate von ABK zu nutzen für sich. ABK hat nirgendwo Georg TV erwähnt. Nicht einmal. Oder bin ich taub und ABK meinte Georg TV? Ich glaube nicht. Korrigiere mich, wenn ABK meinte, dass er ein Hurensohn wäre, wenn er mit Georg TV befreundet wäre. Aber da gibt es nichts. Und trigger mich nicht, Georg TV. Spiel dich nicht so auf. Vielleicht meinte ABK dich auch, vielleicht auch nicht. Aber aus dieser Audio kann man nicht entnehmen, dass genau du, Georg TV, damit gemeint bist. Diese ganzen YouTuber, die einen künstlichen Beef kreieren wollen, sind einfach so peinlich. Ich habe jetzt eine Frage an dich. Wir kennen uns beide gar nicht. Wir haben miteinander nie was zu tun gehabt. Ja, ich habe ein paar Videos über dich auf meinem Kanal gemacht, aber wir hatten nie einen Kontaktaustausch oder sonstiges. Und du beleidigst mich mit diesem Schimpfwort, wo du dich vor all Deutschland aufregst und sagst, wie kannst du mich so nennen? Jetzt habe ich aber eine Frage an dich. Hast du irgendwelche Vorteile, die wir nicht nutzen dürfen? Glaubst du, ist es schwer für mich jetzt, dieses Schimpfwort dir auch zurückzugeben? Glaubst du, das ist gerade schwer für mich? Ich könnte das jetzt gleich tun. Und immer noch hat ABK dich nicht beleidigt. Er meinte, dass er einer wäre, wenn er mit einer Person befreundet wäre. Er meinte wir, nicht Georg TV. Und ich finde das irgendwie sehr amüsant, wie Georg TV hier auf die Mittelschiene geht. Ich finde es sehr lustig. Und wie er sich noch als Ehrenmann abstempeln will. Ich könnte es jetzt tun, aber ich mache es nicht. Junge, ABK meinte noch nie, dass genau Georg TV ein Hurensohn ist. Er kennt dich wahrscheinlich noch nicht einmal. Das ist doch komplett lost von dir, dass du dich hier aufspielst, als hätte ABK dich tot beleidigt. Auch wenn er dich gemeint haben sollte, meinte er dennoch, dass er selbst einer wäre und nicht du. Also rein theoretisch holst du gerade rum, weil ABK sich selbst als Hurensohn beleidigt hat. Ich werde diesen Typen niemals verstehen. Also reg dich nicht auf, wenn andere dich so nennen, wenn du selbst das machst. Und ich werde dich nicht so nennen, nicht weil ich vor dir Angst habe oder wegen deiner Armee. Ich habe nur vor Gott Angst und sonst keinem einzigen, ja? Hör mir mal zu, wenn man wirklich ein Ehrenmann wäre und sagen würde, dass man nur Angst vor Gott hat, würde ich nichts sagen. Aber Georg TV, du bist ein Mensch, der den Tod von dem Sohn von Michael Ballack ausgenutzt hat, beklickst. Sein Titel, letzte Aufnahme von Emilio Ballack, bevor er starb, in Klammern, Beweisvideo. Und was wir sehen, sind einfach nur Bilder von dem Sohn, die von großen Fußballseiten auch gepostet wurden. Du hast den schamlosesten Clickbait jemals benutzt. Ich kenne viele Menschen, die schon schlimme Clickbaits benutzt haben, aber du bist ein Hybrid. Du hast eine ganz neue Stufe des Clickbaits freigeschalten. Im Endeffekt habe ich euch die letzten Aufnahmen, das sind Bilder von Michael Ballack und Emilio Ballack, die habe ich euch rausgesucht, die können wir uns dann gemeinsam ansehen.
Was soll ich Großartiges noch sagen? Du versuchst ABK komplett nochmal von der Seite Hops zu nehmen, obwohl es nicht mal safe ist, dass er genau dich damit meinte, und versuchst dich nebenbei noch wie ein Ehrenmann darzustellen. Fühle ich gar nicht. Guck mal, ABK vermittelt gute Sachen an seine Fans. Natürlich beleidigt er ab und zu mal, aber er versucht seine ABK Army dazu zu motivieren, die Schule gut zu bestehen, etc. Du redest hier von Vorbildsfunktion, weil er sich selber so genannt hat, wenn er mit einer Person befreundet wäre, die unbekannt ist. Und dazu noch nutzt du den Tod eines 18-Jährigen aus, um Reichweite zu generieren. Ich weiß nicht, in welchem Film ich gelandet bin, aber meiner Meinung nach sollte man eher dich nach diesem Video haten, als dass man einen ABK hassen sollte. Schreibt mir eure Meinung zu GeorgTV in die Kommentare, liked das Video, aktiviert die Glocke und teilt auch das Video. Und in dem Sinne, Sachtain.